Aha. Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück zu The Medium. Ja, in der letzten Folge sind wir durch den Wald gekommen und endlich hier, haben wir Trauer noch wiedergefunden und kommen hoffentlich dem Finale immer näher, indem wir jetzt so langsam Richtung Rotes Haus gehen und mal gucken, was wir sonst noch hier so finden. Immer sehr, sehr gespannt. So, hier rechts haben wir da noch irgendwas da unten. Ist doch. Das scheint aber nicht das rote Haus zu sein. Doch, ist das rote Haus. Okay. So, der Werkzeugschuppen vom roten Haus. The spark's too weak to absorb. It's like it's missing something. Wie immer fehlt irgendwas, ne? Das ist ja super. Aber im Haus gibt es offenbar vielleicht nur einen Mechanismus. Oh ja, hier drum gibt es Kabel. Und in der anderen Welt auch. So, na, ja, wir kommen mal rein in die Welt zum Schuppen. Das wir untersuchen. Das Pferdchen. Are you looking for this little girl? I'm sorry, but Father doesn't like it when I talk to strangers. Smart man. He's the manager around here, right? Would you happen to know where he is? I'd love to have a word with him. Go away, or I'll scream. Clever girl. Ja, nicht unklug. Warte lang. Die Stimme nicht so ein bisschen nach Thomas? Also, kam jetzt ein bisschen vor. Ich bin irre. Thomas. You were here. This was your place. Leuchtet auf jeden Fall schon mal was in der normalen Welt. Achso, ja, stimmt, ist ein. Oh, hey, a eunuch. Someone's got good taste. Warum denn noch nicht? What the hell happened here? Willst du wirklich wissen? July 27th, 1983. The Gemini case. The investigation is moving along, but I think Rekovich is starting to suspect something. Need to move fast. Tonight's the night. So they knew about Thomas. But how much, exactly? And who the hell were they? Tja, schwierige Frage, Marianne. Wer sind Sie? You're one to talk. This was your bright idea. No, they're already on to us. That son of a bitch is one of them. I can feel it. Fine, we'll make sure. Come on. It's almost dawn. One of them? Who are you running from, Thomas? Ja, jemanden, der offenbar gern was von den Fähigkeiten wollte, vermutlich mal. This looks like it could lift a pound or two. It's missing a handle, though. Nicht mit dem Bolzenschneider reinstecken. Wird eigentlich auch funktionieren. Okay. Was will ich denn mit dieser Puppe? Sieht aus, als ob sie eingeschissen hätte. Something under that engine. If only I could lift it somehow. Das heißt, ich muss irgendwie diesen Motor hier bewegen. The power.
hours out. Was da? Ich müsste ihn da oben was anmachen. Na dann, ja, das wird lustig. Das sieht schon wieder aus, als ob hier Schlund kommt. Ja, oder auch nicht. Bin ich blöd, ich muss die Puppe wahrscheinlich erstmal zurücklegen. So. Erst das Püppchen zurück. Ich kann hier oben jetzt nicht die... Wie kann ich denn das nur in der Scheune machen? Was ist das für ein Quatsch? Ja, die wollen wahrscheinlich, dass man ein bisschen mehr Zeit braucht, bis dahin zu kommen. Dass die Gefahr besteht, dass man vielleicht irgendwie... Oder auch nicht. Ich habe einfach nur den falschen Knopf gedrückt. Gut, kann auch vorkommen. Aber die muss ja mit Nähe wieder in die Werkstatt zurück. Das ist auch kein Problem für mich. Ich sollte natürlich den richtigen Knopf drücken. Schon wieder mal. So gutste. Shit. The thing's unstable. I can't keep it running for too long. Power's out. Okay, das heißt, ich muss mich da beeilen, offenbar. Eine Ladung muss ich aber haben. There we go. Los, hopp, hopp. Schnell, schnell, schnell. Gut, wenigstens kommt das Ding hier immer wieder runter. So, dann holen wir uns nochmal ein bisschen was von den Fähigkeiten. Aber warum muss ich denn durch die Werkzeug schubben? Achso, dann geht der Stacheldraht so los. Richard, it's just you and me. We're gonna have a nice chat. Hey! Hey! He really messed you up, didn't he? In ways no one else could. He tried to get to Richard, too. Didn't realize he was no longer there. Cigarette. Steht da drauf? Sag Lady
Tretch Titonjovegolakovia. Now, here's a hard-working man who could probably use a well-deserved smoke. It's Francis, right? Excuse me, but, who are you exactly? Oh, just a guy looking to do the right thing. I imagine some would call me a patriot. Are you a patriot, Francis? Patriot, huh? I imagine others would call you something else entirely. Ja, genau, mit diesem Patriotismus. Das ist sowieso so eine Sache für sich. So, wann kommt denn wieder unser guter Schlund? Weil klar, wir haben den erstmal besiegt, in Anführungsstrichen. Aber ich glaube nicht, dass das Monstrum wirklich vorbei ist, weil Trauer hat ja auch gesagt gehabt in der letzten Folge, dass das Vieh definitiv ja noch leben würde, dass man es nicht so einfach vernichten könne. Was this the red house? It was then I knew. This was the place. The answers were right in front of me, buried among the ashes. There's gotta be something left. Was ich sagen wollte gerade, das ist immer halt echt lustig, ne? Also so könnten wir eigentlich als Geisterwesen durch, aber weil es in der normalen ist nicht, aber wenn wir komplett in dieser Welt eintauchen, würde es gehen, dass wir trotzdem hier durch werden, aber naja. Das Haus ist abgebrannt, aha, jetzt gedacht. Finde den Erinnerungspunkt. You think you're tough? When you hear them squeal and you smell their bodies burning, you'll tell me everything. You'll beg me to listen. God. There were children inside? Was she? Was I? Tja, schwierig, ne? Ich glaube schon, Marianne, dass du da auch mit drin warst. Goddamn freaks! You think you're so special? You'll burn just like the rest of us. Jesus. Who the fuck is that guy? Ich habe so langsam auch die Befürchtung, das Ding wurde mir deshalb das Rote Haus genannt, weil das abgebrannt ist. Schön, dass sie so abrupt Ton ändert. Ja, ich glaube, durch das Tor geht's eh weiter. Und hier ist was. Ein Feuerzeug. Scheiße, hätte ich vielleicht nochmal ins Haus gehen sollen. Okay, let's see who you really are. You fuck. Lot of tight, huh? You wanna give it a go? Be my guest. Nah, this one's all yours. I'd like to think I'm more of the brains of the operation.
Okay, I got an idea. Why don't we... or that? Yeah, that'll work too, I guess. Right. What do we have here? Fuck. I knew he was trouble. Security service. That little shit. That's no way to talk about a government agent, comrade. Ich war aber noch nicht mit dem roten Haus fertig, Mensch. Damit. Wake up, comrade. Socialism ain't gonna build itself. Fuck. You don't know who you're messing with, kid. Oh, but I do. I've spent a lot of time getting to know you, Thomas. In fact, you're kind of a pet project of mine. Oh, yeah? What's my speedo size? Funny guy. Oh, I love this one. You like it too, comrade? Fuck you. Let's play a game. It's called What Makes Thomas Tick? So, the Nazis found you in Warsaw when you were, what, 3 years old? Oh, they were gonna kill you, but they didn't. No, they saw your potential. And wanted to harness it. But then... poof. The war's over. In comes the heroic Red Army. And... they locked me up for years. Fucking savages. They do important scientific research. Find out what it is that makes you special. And what is that exactly? Ask your mom. You enjoy it, don't you? Hurting people like those scientists. What were you? 18? I saw the photographs. I know how to make a man hurt, but I gotta say, I was impressed. Stick around. We'll give you a live demonstration. And there you were, free at last, but always on the run. And look at you, you almost made it. But you had to use this power of yours again. And on who? On your best friend, Richard. You had it coming. Yes. I know, you wanted revenge, I understand. I would do anything for my child, too. Whatever it takes. Leave my children out of this. Children. Yes. How much pain would you endure to keep them safe? What would you sacrifice for them? Your freedom, maybe? Let me go, you piece of shit! That's what I thought. I'll let you go. But first, I want you to tell me all about these powers of yours. Then earn it! Come on! Enough of this sissy shit! Hit me! I thought you'd never ask. Get some rest, Thomas. The next time you wake up, the real pain begins. So ein Arsch. Wake up, sleepyhead. Time's running out. What did you do?
here. See yourself. No! You sick fuck! Let me out of here! Let me out! You're still in there, Thomas. Will you show me now? I will, comrade. Oh!